Also Leute, das ist gerade komplett geisteskrank. Ich verstehe es selbst nicht. Es hat einfach keinen Wind mehr. Also hier ist nichts mehr. Da hinten baut resigniert zusammen. Nicht mal mehr die Grashalme bewegen sich. Es ist einfach nichts und die Kiste fliegt. Das ist unfucking fassbar. Also ich weiß nicht, wie ich euch das zeigen soll. Ich kann mal so machen. Das Ding, der Sand rieselt einfach runter. Also da ist nichts. Es bewegt sich nichts. Es ist fucking windstill und der Schirm da oben fliegt. Das ist so eine unfassbare Revolution und ich muss jetzt auch überhaupt nicht laut reden oder so. Es ist windstill. Wir können uns so unterhalten. Es bewegt sich nichts. Die Leute sitzen hier, genießen den Abend und ja, ich gehe jetzt noch eine Runde Fäulen, während alle blöd gucken und die Physik nicht mehr verstehen, wie das eigentlich funktionieren kann. Also es ist wirklich, ja, ich wünschte, ihr wärt alle hier und könnt das sehen. Es ist so, dass du im Traum nicht drauf kämst, jetzt nochmal kiten zu gehen. Und mit diesem neuen Schirm, mit dem neuen Material, ist es auf einmal möglich. Also dann, ich glaube, es gibt No Days Off, kriegt echt eine ganz neue Definition und das ist für mich auch echt was Besonderes, ne? Weil vor allem auch die bayerischen Seen, da hast du, so eine Brise hast du immer. Und niemand würde auf die Idee kommen, jetzt zu sagen, komm, lass mal kiten gehen. Das ist unmöglich, es hat keinen Wind. Ist verrückt. Aber ich probiere es nochmal. Ich will jetzt nicht drauf wetten, aber ich bin mir sogar relativ sicher, dass der Schirm bei dem Wind sogar noch relaunchen würde. Aber wie gesagt, ich würde nicht drauf wetten. Schauen wir mal. Auf geht's. Also es fühlt sich einfach falsch an. Es kann nicht sein, was hier abgeht, aber gut, ich probiere es. Ich habe hier noch einen 950er Flügel drunter, also gar nicht unfassbar groß. Ja, schauen wir uns das mal an. Und ich hab sogar schon diese Flecken auf dem Wasser, wo du siehst, dass da einfach gar nichts drin ist. Das ist fucking hell, das ist windstill. Es gibt. Also jetzt mal angenommen, hier wäre Wind, dann würde hier an einem Sonntag, der wievielte August ist heute? Ich glaube der 16. August, 30 Grad, Fehmarn, es ist Ostwind angesagt für den späteren Tagesverlauf. Da wäre hier die Hölle los, ehrlich gesagt. Ne? Aber die hängen alle noch irgendwo rum, weil ja offensichtlich kein Wind ist. Also mindestens in Gold hier auf Fehmarn würden ein paar Kites in der Luft hängen und Leute würden es probieren, wenn nur ansatzweise die Chance bestünde, dass man hier kiten könnte. Aber es ist komplett aussichtslos. Also für alle anderen. Ne? Wir haben da eine kleine Secret Weapon. Ja, und hier ist dann das passiert, was hätte niemals passieren dürfen. Der Schirm fliegt ins Wasser und ich muss ihn relaunchen. Und man sieht es hier auch ein bisschen, ich gehe da mal zurück. Du hast hier eine leichte Südströmung, die da reinkommt. Das ist wahrscheinlich eine lokale Thermik, einfach weil wir so wenig Wind haben, dass sich da auch lokale Winde aufbauen können, die vielleicht durch größere Felder irgendwo auf der Insel, dass es da den Wind reinzieht. Aber da will ich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Der Punkt ist, dass mir da der Schirm reingefallen ist, weil da irgendwas anders war. Und das absolut Verrückte und ja, ich kann es dir selber nicht erklären. Der Schirm relauncht bei dem Wind. Also sobald er irgendwie ansatzweise fliegt, ab 3-4 Knoten kannst du den Schirm relaunchen.
Zugegebenermaßen, du hast keine Chance, wenn der Schirm auf der Fronttube liegt. Dann kriegst du ihn bei 3, 4 Knoten, kriegst du ihn dann nicht in die Luft, einfach weil er nicht kippt. Aber wenn der Schirm auf der Leading Edge liegt, dann kannst du durch einen kräftigen Zug an den Powerlines, also in der Mitte, da wo mal der Adjuster war vor der Clickbar, wenn du da kräftig ziehst, kommt er auf jeden Fall in die Luft. Und wenn du dann ein guter Schwimmer bist, und ich würde von mir sagen, dass ich schon ein ganz guter Schwimmer bin, dann kannst du mit 2, 3 kräftigen Brustbeinschlägen gegen den Wind, kriegst du den Schirm auch final in die Luft. Das heißt, dieses zweite Moment, also er kommt einmal hoch durch den ersten Besiegen des Trägheitsmoment, indem du einfach kräftig am Adjuster oder an den Frontlines ziehst. Und wenn du dann 2, 3 Schläge kräftig gegen den Wind schwimmst, dann kommt der Schirm tatsächlich endgültig in die Luft und du kannst ihn bewegen und hast dann eben gewonnen. Und genau das ist mir hier geglückt und ich konnte dann eben foilen. Und wenn ihr euch die Windverhältnisse anschaut, kein anderer Schirm wäre hier gelauncht. Und das ist echt eine verrückte Story. Leider, leider ist das nicht auf Kamera, aber ich werde da nochmal irgendwann was nachreichen. Dass, wenn hier nochmal wenig Wind ist, werde ich auf jeden Fall nochmal rausgehen, allein schon, um die anderen zu ärgern. Ich weiß, war ein bisschen nervig, dass der Schirm gepixelt war, aber das ist eben ein Modell, was es so noch nicht gibt und vielleicht auch nicht geben wird. Man weiß es nicht. Und dementsprechend war das die einzige Möglichkeit, wie ich euch das zeigen durfte. Anders wäre das nicht möglich gewesen. Deshalb glaube ich, ist das noch ein anzunehmender Kompromiss. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr davon haben möchtest und nichts mehr verpassen möchtest, gerne den Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Freue ich mich richtig. Ansonsten kann ich mich nur fürs Zuschauen bedanken. Achso, und falls du dich fragst, was das hier für ein Litterstuhl ist, ich habe einfach einen Einzelsitz, den ich aus der V-Klasse nicht benötige, habe ich mir über Kleinanzeigen die Sitzschienen geholt. Dann kann ich den hier reinploppen und bevor er irgendwo im Keller von den Mäusen angefressen wird, habe ich ihn doch hier lieber als geilen Bürostuhl. Und falls es wirklich mal heftig werden sollte, kann ich mich auch einfach anschnallen. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.